Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer die Tagesenergien und zwar morgen für den 31. Januar, für Dienstag. Da wollen wir gemeinsam mal reinschauen, welche Energien da so vorherrschend sind, was ich euch erzählen darf, was wir uns vielleicht freuen dürfen oder wir hatten ja auch schon Tage, an dem wir etwas aufpassen mussten. Ich hätte gerne drei Karten für den Dienstag, den 31. Januar. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende verbracht. Meins war schön. Und habt wieder voll durchgestartet heute am Montag. Drei Karten bitte. Welche Energien begleiten uns morgen? Obala, da war du. Waren zwar schöne, aber am Dienstag. Drei, eine. Zwei. Und noch eine Karte und dann sind wir schon so weit. Eine Karte noch für den Dienstag, den 31. So, die Grundenergien für morgen sind stabil. Wir haben den Baum, der Baum symbolisiert Stabilität, aber auch einen bestimmten Lebensabschnitt von uns. Dazu haben wir die Wolken, was bedeutet, dass wir morgen vielleicht nicht in allen Dingen so klar sehen wie sonst. Auf manchen Dingen werden wir wahrscheinlich nicht schlau werden oder nicht ganz verstehen, was der ein oder andere vielleicht auch überhaupt von uns möchte, was nicht so schlimm ist. Solche Tage hat jeder mal, wo man irgendwie vernebelt ist. Die Grundenergien hier bei den drei Karten sind, vielleicht sind wir durch das, dass wir morgen nicht so klar durchblicken, etwas blockiert in unseren Taten morgen. Aber ansonsten liegt hier das Klee. Das Kleeblatt ist bekanntlich eine Glückskarte. Und der Hund steht für Freundschaft, Loyalität, Freude, Treue, ja, für alles, für was ein Hund steht. Von daher sind die Energien morgen eigentlich ja, ganz, ganz schön. Es ist einfach möglich, dass wir morgen nicht so schnell im Denken sind, nicht so klar denken können, wie wir das vielleicht an anderen Tagen können und dadurch in unserem Handeln morgen etwas blockiert oder gehemmt sind oder dass uns manche Dinge einfach schwerer vorkommen, wie sie an anderen Tagen sind. Denn der Berg ist ja auch, man muss so außen rumlaufen oder hochkraxeln. Also mag uns morgen nicht alles so locker leicht von der Hand gehen. Aber trotzdem werden wir uns gut fühlen, da das Kleeblatt hier liegt. Und die meisten Menschen werden uns auch freundlich gesonnen sein mit dem Hund. Von daher eigentlich schöne Energien für den morgigen Tag, nichts Dramatisches. Jetzt schauen wir noch, da freuen sich manche von euch, wenn ich noch eine Engelskarte ziehe, welche Engel uns denn morgen im so die Hand hält, wenn wir da nicht so durchblicken. Morgen eine Karte bitte für den Dienstag. Das sind zu viele. Da wollten gleich drei, wir haben aber starken Nebel, wenn drei Engel der Meinung sind, sie müssten uns an die Hand nehmen. So,
Engel des Trostes, Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen. Ja, die Sterne mögen morgen vielleicht etwas von den Wolken verhangen sein, aber der Engel sagt, Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen. Also wenn der Tag morgen vielleicht nicht so ganz rund läuft wegen dem Berg und ihr euch etwas mehr anstrengen müsst wie sonst, Mai, ist nicht so schlimm, es kommt wieder ein anderer Tag. Seht, denkt an das Kleeblatt, denkt an das Glück und an die Freude, die euch begegnet. Und ja, wenn ihr euch morgen ein bisschen mehr ans Zeug legen müsst, dann nehmt's mit Humor. Der Tag geht vorbei. Ja, das war's von mir für heute, für die Tagesenergien für morgen. Und wir sehen uns morgen wieder und da freue ich mich drauf. Habt noch einen schönen Montagabend. Bis dann. Tschüss.